Noch mal euch den Schweif hier machen. Jetzt kommen wir wenigstens mal endlich mehr zum Reiten und so als so alles andere sozusagen. Ich finde das irgendwie toll. Wenn ich da bedenke, ey, wie wir uns immer die anderen Zeiten sozusagen abgemüht haben und so. So, was haben wir jetzt? Bei 98, alles andere, ja, passt. So, dann brauche ich einmal hier deinen Halfter. Und dann kommst du nach draußen. Zack, so, und tschüss, Pferdchen. So, und wir machen dann hier das Futter. So, viermal Heu. Dann bekommt es eine Birne, eine Kartoffel, dann eine rote Beete. Achso, mehr geht ja gar nicht. So, das alles da mal rein. Wieder rein und nicht auf das Stroh. So. Dann nehmen wir doch nochmal hier, weiß nicht, was nehmen wir heute mal? Gerste. Nehmen wir doch mal Gerste, zwei Stück, und dann nehme ich einmal Weizenkleie mit. So. Und fünfmal Wasser. Nein, ich will das Wasser haben. Immer bin ich zu schnell. So. Dann gehen wir da mal wieder hin. So. So. Mistforke. Mal alles eben schnell alles in die Schubkarre. Ja, ich weiß, dass der Stall dreckig ist, weil ich ihn auch sauber mache. Dann kommt das doch alles mal hier nach hinten. So. Und jetzt haben wir es auch gleich schon. Na, na, da will ich doch noch hin. So, dann füllen wir hier noch das Loch. Zack, fertig. So, wie gesagt, Tagebuch hat er reingeschrieben. Dann beenden wir mal den Tag. Willst du denn wirklich den Tag beenden? Ja, das möchte ich. Alter 5,3 Jahre, Gewicht 570,1 Kilogramm, juhu. Springen hat es 4, achso, Betreuung hat es 5, Aufsau hat es 4, Geschwindigkeit hat es 4, Vertrauensentwicklung hat es 3, besondere Vorkommnisse keine, Belohnung 220 Credits. Das ist doch toll. Hey, schön. Da geht's doch unserem Pferdchen doch so richtig schön. Und gut. Das freut mich. So. So, Pferdchen mal eben reinholen. Dann nehme ich doch hier mal die Bürste und den Hufhauskratzer. Dann den Schweifkamm und dann den Venenkamm. Da bist du ja schon. So. Wir wollen ihn mal eben wieder schnell putzen. So ist's gut. Eigentlich muss ich mal sowieso gucken, wie viel Prozent du eigentlich noch hast. Weil ansonsten können wir eigentlich auch sofort loslegen, ne? Dann sind das ja gar nicht so viel putzen, wenn du überall noch richtig gut viel hast, sozusagen. Thank you.
Wie viel Prozent hast du denn jetzt? 99, Hufe 98, Mähne 97, Schweif 96. Noch was will ich dann bitte schon putzen? So, dann können wir noch raus. So, ich nehme mal hier die Indianerdecke. Dann unseren Sattel. Dann möchte ich jetzt noch was anderes anziehen. So. Jetzt passt es doch. So, dann satteln wir dich doch mal und rennen zu mir. Und dann vor dem Stall. So, dann wollen wir es doch mal ordentlich trainieren. Ganz ruhig, gleich geht's raus. Ihr seid schon längst draußen, aber okay. So. Dann geht es doch mal wieder los. So, schon mal ein bisschen traben. So. So, jetzt schon mal schneller hier. Sonst wird das ja hier gar nichts mehr sozusagen. Hui. Vielleicht sollte man auch wieder normal reiten. Und ich hier so einen Schwachsinn mache. Ist ja furchtbar. Und jetzt fallen wir einmal durch die Tür. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das arme Pferd. Das muss ja nicht drunter leiden. Dann reiten wir noch zur Brücke und gucken uns noch die Brücke an, die noch kaputt ist. So, springen den Berg runter. Ja, war ja noch nicht mal wirklich. Und jetzt? Ja, das war auch noch nichts. Dann springen den Berg hoch. Komm, springen den Berg hoch. Und da noch. Ah, ach, beinahe hätte ich wieder einen Unfall gebaut mit meinem Pferd. Ich sollte es nachlassen. Aber ich finde das immer so toll. Ich spring da hoch. Springen hier runter. So, also wie gesagt, vielleicht reite ich nicht so dicht am Wasser. Am besten, wenn ich hier auf dem Weg bleibe. Ach, ich wollte auf dem Weg bleiben. Dann hier lang. Dun, 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 dun. Mein Gott, da einfach mal lang gucken. Da sieht man ja mal was oder so. Ich habe eben gedacht, dass irgendwas vibriert, aber ich kann nichts. Mein Handy liegt noch nicht mal bei mir in der Nähe. Ja, komisch. Also. Hui. Ach, ich wollte damit ja aufhören. Ich kann damit auch nicht aufhören irgendwie.
Aber wir können unser Fettchen dazu bringen, wieder, dass es ein bisschen springt. Ich möchte auch, dass du mal ein bisschen weiter wegspringst. Klappt das irgendwie nicht? Hätte ja sein können, hätte ja sein können. La 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 la. So. Und hier runterspringen. Juhu. So, das Hintern des Rattenpallen und Springpferdchen. Sehr schön gemacht. Gutes Pferd. Achso, ich wollte eigentlich mal ausprobieren, ob man auch nicht einfach hier eigentlich über diesen Zaun springen kann. Aber ich glaube nicht, oder? Oh doch. Hä? Ist ja lustig. Warum habe ich das denn noch nie gemacht? Toll. Sehr fies. Ich möchte nochmal. Das heißt also, man kann jetzt über jeden Zaun so ungefähr rüberspringen. Brauchen wir noch nicht mal immer bis zum Ende rüberspringen sozusagen, sondern nehmen wir uns hier einfach einen Zaun und springen über den Zaun. Ich dachte immer, dass eigentlich immer diese Barre sozusagen eigentlich dafür da ist, dass man da rüberspringen nur darf sozusagen. Das ist ja noch nicht mal, dass man hier einfach, keine Ahnung, vielleicht einen wegspringen kann. Ja, okay. So kann es ja noch mehr springen lernen sozusagen, das finde ich ja toll. Können wir so einen Zickzack-Springen machen. Ja, Plättchen, wir reiten hier schon gleich dazu. Also, ich finde da oben ja noch lang. So, und dann wird's rum. Und jetzt reiten wir geradeaus weiter zum Stall. Hui. Fertig, dann können wir toll. Stahl. Dann können wir jetzt hier noch longieren. Und ich krieg dich müde und kaputt machen. Hihihihi. Das hat gut getan. Ich glaube nicht. Das Pferdchen scheint total unzufrieden zu sein. Ne, Pferdchen. Ich hole mal schon die Longe, das Pferdchen. So, da habe ich sie. Zack. Und dann sage ich doch mal Longierpferd. So. Diesmal ist die andere Hand dran. Letztes Mal, also eben hatten wir die andere Hand mal. Und jetzt die andere Hand. Jetzt wirst du erstmal ein bisschen bewegt. Ja, aber erstmal machen wir das so. Achso, ich verdrück mich andauernd in der Richtung irgendwie. So, und lauf. Lauf, Fettchen, lauf. Lauf um dein Leben. Noch viel weiter. So, ich denke mal, jetzt können wir es auch mal ordentlich richtig wieder ausbauen, sozusagen, weil es ist ja noch tierisch früh, es ist ja kurz vor 12 jetzt erst im Spiel. Also noch richtig viel Zeit, also können wir es laufen lassen, bis es erschöpft ist und von selbst einen Schritt läuft. Ich nehme darauf jetzt keine Rücksicht sozusagen aufs Pferd.